Ciao Leute, ciao von Andrea Unger. Was mache ich denn den ganzen Tag? Wie sieht mein Alltag als Trader aus? Ich bin ein automatisierter Händler, das wissen Sie vielleicht. Das heißt, ich arbeite mit Trading Systems. Diese Systeme arbeiten total allein. Ich habe die programmiert, die sind auf der Software und diese laufen total unabhängig von mir jetzt. Die senden Orders, die kriegen die Ausführungen und so weiter. Also was mache ich dann? Ich stehe normalerweise auf um 6:30. Erste Sache, ich frühstücke mit meiner Frau. Und dann schalte die Rechner an und kontrolliere sofort, wie die Situation über Nacht aussieht. Ist etwas passiert? Und das ist mehr Neugierigkeit als ein technisches Test. Natürlich kontrolliere ich auch, ob alles auf meiner Cloud richtig läuft. Das heißt, alles online ist und alles funktioniert. Im Fall nicht, da muss ich dann natürlich etwas tun. Manchmal ist das passiert, nicht oft. Dann weckt meine kleine Tochter auf, sie muss zur Schule gehen und sie geht mit meiner Frau und ich bin dann wieder allein zu Hause. Kann ich Sport News lesen, ich bin ein Fan von Juventus und so weiter. Ich meine, ich lese auch andere News natürlich, ich will ein bisschen verstehen, was in der Welt passiert. Und dann geht mein Tag weiter und erstens, was wichtig ist, ich liebe Trading. Ich liebe Trading, ich bin ein Fan von Trading auch. Das heißt, ich versuche auch neue Ansätze zu studieren und zu lernen. Ich lese Blogs, Forums und so weiter über Trading, damit ich Ideen bekomme. Nicht, weil ich keine Ideen habe für mein System, ich habe wohl Ideen, ich kann Systeme entwickeln, aber ich suche immer für neue Ideen, neue Ansätze, damit ich lebhaftig bleibe und damit es alles sehr frisch auch immer ist. Das ist sehr wichtig, weil man muss einfach Spaß haben, wenn man etwas macht. Und in diesem Fall sowieso sitzt man allein zu Hause, muss man etwas finden. Und das ist natürlich mit meinem Beruf dann verbunden. Ich lese über Trading und suche neue Ideen. Falls ich neue Ideen sehe, dann versuche ich etwas zu entwickeln. Immer in der Richtung von automatisierter Handel. Warum automatisiert? Weil ich dann diese Freiheit habe. Die Freiheit ist nicht nur, dass ich die Sports News lesen kann. Das kann auch jeder eigentlich. Die Freiheit ist auch, dass ich zum Beispiel, seit ein paar Wochen war ich in China. Da wurde ich eingeladen bei einer Award Ceremony von dem Wettbewerb in China. Ich war dort, hatte einen Vortrag die wollten von mir, von meiner Erfahrung in der Weltmeisterschaft hören. Da waren 1000 Leute da und es war sehr, sehr toll, wirklich. Ich hatte die Möglichkeit, hinzufliegen, weil sie alles bezahlt haben. Ja, nicht nur, weil mein Handel weiterging. Ich meine, alles war automatisiert und das ist auch anders mal passiert. War ich mal in New York für die Trading Masterclass, war ich in Chicago für andere Zwecke immer verbunden mit Trading und ich reise sehr viel für Trading. Also meine Erfolge waren gut auch in dieser Richtung, damit ich jetzt heute eingeladen werde in mehrere Seiten von der Welt, Australien, China, wie gesagt, Amerika und auch in Europa überall. Und das ist dann möglich, weil meine Systeme allein laufen. Was macht der diskretionäre Händler? Der diskretionäre Händler muss handeln. Und das ist gut, absolut, ich habe nichts gegen Diskretionärhändler. Aber natürlich, wenn er dann unterwegs ist, wird es schwieriger, das zu tun. Es ist schwieriger. Es ist schwieriger, weil er dann nicht am Rechner sitzt. Und in dem Fall kann er nicht handeln. Es gibt natürlich Ansätze, wo man alles planen kann. Und man muss nur die Orders eingeben. Die Orders bleiben auf dem, als Pending Orders auf dem Server vom Broker oder vom Markt sogar noch. Und in dem Fall ist es noch möglich, das irgendwie zu handeln. Wenn zum Beispiel einer nur auf Tagesorders arbeitet, dann kann er in der Früh die Orders eingeben. Die sind gültig bis abends und im Prinzip kann er dann am Tag anders tun. Aber das sind genaue Ansätze, die nicht alle haben.
Und deswegen empfehle ich, automatisiert zu handeln und automatisiertes Handeln zu lernen, zu studieren und zu lernen, weil es ein großer Vorteil ist. Nicht nur, weil man dann Freiheit hat, das ist wahr, aber auch, weil alles, was automatisiert ist, hat einige Vorteile. Zum Beispiel kann man vorher die Idee ganz richtig backtesten und man kann wissen, ob die Idee überhaupt funktioniert. Ja, es ist klar, auch bei diskretionärer Hand hat man natürlich die Möglichkeit zu kontrollieren, irgendwie, wie es geklappt hat. Aber mit dem automatisierten Hand hat man genaue Zahlen. Und diese sagen, ja, mit dieser Idee kann man Geld verdienen. Und pass auf, da hattest du nur in den letzten 2 Monaten Geld verdient. Aber vorher war diese Idee immer ein Loser. Und in dem Fall ist sie natürlich nicht so gut. Das ist auch das Problem. Manchmal hat man das Gefühl, wenn man die Märkte sieht, dass eine Sache funktioniert und in der Tat sieht man gute Ergebnisse. Aber diese guten Ergebnisse sind vielleicht nur für eine kurze Periode. Wenn man alles backtestet, sieht man, ob es immer irgendwie funktioniert hat oder ob es nur auf einige Gründe in 1, 2, 3 Monate funktioniert hat. Und in dem Fall ist es natürlich nicht stabil, weil man weiß nicht, ob es morgen wieder so aussieht. Das weiß man nie, aber natürlich, wenn man sieht, dass es eine längere Stabilität hat, dann kann man sagen, dass die Idee schon besser aussieht. Und mit automatisierter Hand kann man das testen. Abends, nachmittags bin ich dann wieder unterwegs mit meiner Tochter. Ich muss sie abholen. Ich habe diese Zeit, und das ist die wichtigste Zeit für mich. Meine Familie ist das wichtigste Teil von meinem Leben. Und damit ich meine Zeit mit meiner Familie blicken kann, ist für mich sehr wichtig. Ich kann mit meiner Tochter spielen, ich spiele, das macht Spaß. Und abends, nach dem Abendessen, geht sie ziemlich früh ins Bett, kann ich wieder am Rechner sitzen und etwas tun. Das mache ich normalerweise. Schaue mich nicht so viel Fernsehen an, bis auf Fußball natürlich. Aber sonst habe ich Zeit zu genießen, wieder mit dem Training, was mir auch Spaß macht. In dem Ganzen vorbereite ich auch Material für Schulungen, weil es mir auch Spaß macht, mit den Leuten mich zu unterhalten und mein Wissen weiterzubringen. Das ist immer wichtig. Und da braucht man auch Zeit, das vorzubereiten. Wäre ich diskretionärer Händler, hätte ich vielleicht diese Zeit nicht oder muss ich das ganz anders organisieren. Das ist ungefähr mein Tag, meine Woche und mein Jahr. Also es kann langweilig aussehen, vielleicht nicht. Kommentieren Sie, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Sitzen Sie hier, meine Videos zu sehen oder machen Sie was anderes? Abonnieren Sie auch meinen Kanal, mein rotes Glöckchen hier. Das ist wichtig, damit Sie auch Infos bekommen, sobald etwas Neues kommt. Und hatten Sie Fragen noch? Mein Tag ist vielleicht auch komplizierter. Ich muss auch noch wieder anfangen, Sport zu praktizieren, weil ich zu fett geworden bin und das geht nicht. Mache ich auch Sport? Schreibe ich darunter, ich bin neugierig und wir bleiben noch in Kontakt. Bis nächstes Mal. Ciao aus Italien, ciao von Andrea Unger.